Ich erforsche die Rolle des Ozeans im Kohlenstoffkreislauf und habe besonders auf den Effekt von Corona auf die CO2-Emissionen, das heißt also den Energieverbrauch der Menschheit, geschaut. Wie wir das auch in unseren Klimaschutzberatungen stets eingefordert haben, die Corona-Krise zeigt, dass die Effekte auf die globale CO2-Emission klein sind. Das heißt, es geht um eine neue Energieinfrastruktur, die zu organisieren ist, wenn wir 2050 klimaneutral leben wollen. Einfach nur Lockdown, einfach das Streichen von einzelnen Maßnahmen vom Reisen sind keine Lösung. Die Klimapolitik muss lernen, dass wir in einer Klimakrise stecken, die zunehmend auch die Biodiversitätskrise verschlimmert, aus der wiederum Krisen wie Pandemien hervorgehen. In der Klimapolitik muss dabei besonders klar werden, dass wir wirklich nur noch ein kleines Fenster haben, um die Klimakrise einigermaßen zu beherrschen. Das heißt, wir müssen mit internationalem Zusammenhalt dringend und sehr ehrgeizig vorankommen. In der Corona-Krise konnten wir die Virologen beobachten und haben gelernt, wie wichtig es ist, klar und deutlich die Risiken unseres Handelns für uns und andere anzusprechen, basiert auf wissenschaftlichem Wissen, umgehend, direkt. Dass es dabei auch essentiell ist, ehrlich die Frage von Leben und Tod anzusprechen. Und das machen wir immer noch kaum in der Klimakommunikation, wo wir oft sehr naturwissenschaftlich Ziele und Folgen des Wandels in Chemie und Physik ausdrücken, aber wenig nah am Sozialen sind, an der Gesundheit, an Fragen von Leid und Sterben. Das ist für uns wichtig, klarzumachen. Wir müssen direkt und ehrlich den Menschen vermitteln, welche Krise kommt, welches Sterben, welches Leid Klimawandel verursacht.